Ja, eigentlich wollte ich Bauingenieur werden, habe dann aber ja, mich vorm Studium so ein bisschen informiert und irgendwie schien mir das zu wischiwaschi und zu unexakt und irgendwie ja, habe ich dann auch so ein bisschen nachgedacht und bin dann im Endeffekt zur Mathematik gekommen, weil es irgendwie, ja, diese Objektivität hat mich gereizt, dass man bei einer Sache sagen kann, es ist falsch oder es ist richtig. Man hat auf der einen Seite die Theorie und auf der anderen Seite die Praxis und man sieht irgendwie direkt, wie das Hand in der Hand geht. Unser Bereich ist ja bereits irgendwie in vielen Sachen enthalten, in der Produktion, in der Planung von irgendwelchen Verkehrsunternehmen und auch Bezüge, die man vielleicht von außen gar nicht sieht. Auf jeden Fall. Also die Mühen im Grundstudium haben sich ausgezahlt, weil man jetzt irgendwie, man hat was in der Hand, wie man denken kann, man hat was in der Hand, wie man auf Probleme losgehen kann. Und ja, ich denke, die Mühen sind es auf jeden Fall wert.